So, liebe Rattenwanderfreunde, ich habe mich mal wieder aufgemacht, Brötchen aus. Und zwar wollte ich heute zunächst mal ins Kalltal fahren. Ich überquere gleich die Hahner Straße, die von Lammersdorf Richtung Mulatshütte führt. Dann geht es weiter, zunächst mal Richtung Kalltalsperre und dann durch Simonskall bis Zerkall. Dort fließt die Kall dann in die Ruhr und dann geht es weiter in der Ruhr entlang bis zum Ruhrsee. Bei Schwammenau komme ich dorthin und dann werde ich mal weitersehen. Dann muss ich irgendwann, wenn ich am Ruhrsee entlang gefahren bin, irgendwann hinter Schmidt, werde ich dann wieder hochfahren auf die Höhe. Und dann geht es nochmal auf der anderen Seite Richtung Wollesborch und dann nochmal ins Kalltal. Also dann, auf geht's. Die Hahner Straße sehe ich schon vor mir. So, hier habe ich jetzt die erste Anhöhe erreicht. Ich bin jetzt zwischen Lammersdorf und Grafenbrand. Und gleich geht's wieder rüber in den Wald. Bergab Richtung Kalltalsperre. Hier fährt man besser runter. Nämlich hoch ist schon ziemlich anstrengend, nämlich relativ steil. An der Talsperre, an der Staumauer. Talsperre bin ich schon entlang gefahren. Jetzt nur über die Staumauer rüber. Links neben mir fließt die Kall. Ja, es dauert noch ein bisschen, dann komme ich zur Straße, die von Wollesborch nach Vossenack bzw. Rappelsbrand führt. Die überquere ich gerade und dann geht es auf der anderen Seite wieder weiter durch den Wald. Ich habe gerade die Straße überquert. Jetzt geht es weiter durch den Wald. Alles links von mir. Also jetzt ist nicht mehr weit. Wir sind uns Tal. Das sind vielleicht noch 2 bis 3 Kilometer. Dann fahre ich gleich mal durch. Also ich bin jetzt ein kleines Stückchen auf der Straße gefahren. Da musste ich nicht über den Berg. Ich komme jetzt nach Simonskall. Kleines, nettes Örtchen. Weiter wieder auf einem kleinen Wirtschaftsweg. Hier ist die kleine Kall rechts von mir. Ich bin also hinter Simonskall schon auf dem Wirtschaftsweg Richtung Mestringer Mühle, die ja leider geschlossen ist. Sonst hätte man da schön Päusche machen können. Hier bin ich jetzt oberhalb von der Mestringer Mühle, die ist rechts unten im Tal. Ja, wie gesagt, die ist leider geschlossen. Könnte man da schön ein Käffchen trinken. Hier fahre ich jetzt ein Stück auf der Panoramastraße, die von Vossenack nach Schmidt führt. Bei Rennradfahrern beliebt und eben auch bei Motorradfahrern. Ich fahre jetzt aber hier wieder in den Wald. Ach, da fahre ich jetzt aber nicht durch. Ich gehe doch mal über die Brücke hier. Ist wohl etwas trockener, vermute ich. Aber ich bleibe dabei etwas trockener. Ach, schön, kleine Kall.
sehr beschaulich. Und dann drücken wir vielleicht nochmal. Jetzt mal ein bisschen hoch wieder. Die Kalle ist hier links unten. Wunderschön. Mal ein kurzes Stückchen schieben, das war so steil, das war nicht möglich. Jetzt fahre ich schon wieder runter, ich war gerade auf der Höhe, habe bestimmt so 50 Höhenmeter gemacht, denke ich mal. So, jetzt bin ich wieder auf der Route, auf der ich eben war. Die wollte ich an sich weiterfahren, habe ich so einen kleinen Abstecher gemacht über den Berg, um einfach mal den Berg hochzuschieben. Naja, war nicht so schlimm. Man hatte zumindest einen super Ausblick von oben. Ja, weiter geht's hier. So, jetzt bin ich gleich ins Berghall. Jetzt muss ich nochmal über das Burgstein nach vorne. Der Straße oder fahre ich mich an. Ich habe gerade die Straße überquert, die von Niedeckenbrück nach Schmidt führt. Und schon bin ich wieder in der Natur und habe hier wunderschöne Fernblicke. Links ist das Ruhrtal. Hier bin ich auch schon deutlich tiefer als in Rötgen. Hier bin ich ungefähr auf 200 Meter über normal Null. Man merkt es auch, alles blüht. Die Natur ist schon viel, viel weiter als bei uns. Boah, toll, traumhaft. Wunderschön. Das ist die Burg von Niedengen. Und hier geht es jetzt rechts ab. Boah, wunderschön. Hier fahre ich jetzt von Burg Zerkal Richtung Abenden. Da bin ich dann wieder an der Ruhr. Die Ruhr liegt jetzt etwas unterhalb, links von mir. Hier geht es immer ein bisschen hoch und runter. Aber auf wunderschönen Wegen, wie man hier sieht. Bin ich auf der Bunt-Sandstein-Route. Sehr schön. Idyllischer Pfad hier. Wirklich toll. Ah, der Baum. So. Gibt so ein paar Mountainbike-Einlagen. So, hier diesen Weg, den kam ich jetzt gerade runter. Da muss ich aber gestehen, da habe ich oben
zum Teil geschoben. Das war mir zu steil zu rutschen. So, hier bin ich jetzt mal wieder an der Ruhr. Hier ist ein schönes Picknickplätzchen. Hier sieht es sehr, sehr beschaulich aus. Wunderbar. Schönes Plätzchen. Ja, mit dem Mountainbike kommt man halt überall hin. Das ist schon super. Toll. Hier blühen schon die wilden Kirschen, toll. Ja, was ich eben gesagt habe, mit dem Mountainbike kommt man überall hin. Ja gut, man muss halt auch schon ab und zu mal schieben, wie ich das eben gemacht habe. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe mal kurz nicht aufgepasst. Da wollte ich schon hochfahren nach Schmidt. Richtung Heimbach ist schon besser, da fahre ich jetzt. Hier bin ich jetzt hoch über Heimbach und wie ich sehe, fahre ich jetzt erstmal wieder runter. Ja gut, nicht ganz runter und dann geht es weiter Richtung Hasenfeld. So, jetzt bin ich aus dem Wald rausgekommen. Hier bin ich jetzt in Hasenfeld. Jetzt geht es weiter Richtung Staumauer, Schwammenau, also Staumauer vom Ruhrsee. Jetzt komme ich zur Staumauer vom Ruhrsee. In Schwammenau. Hier liegen noch einige Wölkchen. Werde ich so ungefähr 5 Kilometer am See entlang fahren und dann fahre ich wieder hoch und lande dann zwischen Schmidt und Strauch wieder auf der Höhe. Halt alle Buchten mitfahren und von mir seht werden. Das ist dann schon etwas länger als der Schiffsweg. Irgendwann geht es halt auch mal wieder hoch. Einigermaßen fahren. Ist so steil. Geht schon. Jetzt muss ich die Höhe bald erreicht haben. Ich sehe da vorne schon die Windräder. Die stehen ja auch meistens oben. Naja, ganz gut. Das sind so ungefähr 200 Höhenmeter, die ich auf einmal gemacht habe. Jetzt habe ich die Anhöhe wohl erreicht. Hier bin ich direkt an den Windrädern, kurz vor Strauch. Man hört das Summen.
die Straße überquert, von Niedengenbrück nach Rauchkürt. Jetzt geht es hier weiter auf der anderen Fahrstraße Richtung Rollesbräuch und dann noch ins Kalkheim. Aber nicht ganz runter, sondern nur ungefähr auf die Höhe der Talsperre und dann geht es ab nach Hause. Und dann geht es wieder zurück auf den Center. Ja, ich bin kurz vor Lammersdorf. Jetzt komme ich wieder auf den Center. Wie ich sehe, da vorne auf dem Hinweisschild Kilo 1,41 Meter. Ja, bis Aachen gerechnet. So weit muss ich nicht. Für mich sind es keine 10 Kilometer mehr. So, dann fahre ich die letzten Meter noch bis Rötchen, den Fennmann-Radweg. So, wie gerade gesagt, ich bin auf dem Fennmann-Radweg in Rötchen. Ich bin jetzt gleich zu Hause. So sieht das hier aus. Ich ganz fleißig. Ja, hier kann ich ja nicht rollen lassen. Kilometer 34,5 in Rötchen. Also, es war eine sehr schöne Tour. Wäre schön, wenn ihr mitfahren würdet, mich begleiten würdet. We'll be right back.